Willkommen wieder zurück, Rise Son of Rome, Part 7 oder 8, weiß ich gar nicht. Ist immer auch egal. Ja, wir sind in der Höhle der Barbaren. Und haben hier schon mal mit Bogenschützen zu kämpfen. Nein! Fuck. Egal. Sofort der nächste rein. Okay. Diesmal passiert uns hier nichts. Finde einen Weg, die Bogenschützen aufzuhalten. Ja, die sieht man ja gar nicht. Scheint aber schon mal richtig zu sein. Oh. Bloß keine Platzangst oder so eine Scheiße haben. Ich muss mich beeilen. Wo geht's hin? Da oben. Jetzt kommen wir ja schön von hinten. Richtig asozial. Warum habe ich nicht irgendwie drei mitgenommen oder so? Aber nein, ich muss ja alles immer alleine machen. Unfähiges Team. So, mal ganz leise hier. So, ich glaube, es ist schlauer, auf diese Fässer hier zu werfen. Nein! Sturmangriff. Komm, holt sie euch. Oh ja, ich habe einen Pfeil im Kopf. Jetzt nicht mehr, aber ich hatte einen. Oh, jetzt darf ich ja auch wieder... Ich muss, glaube ich, auf meine Einheit aufpassen. Dass hier nicht total zerstückelt wird von den Gegnern. Fokus müssen wir uns auch wiederholen. Nicht, dass wir am Ende gleich wieder gearscht sind oder so. Wer zu dritt kommt, Leute. Immer der Arm. Bein abschneiden wäre auch mal was Geiles, aber... Wäre irgendwie zu schwer, warum auch immer. Leute, ihr steht da wirklich zu 10 drum oder sogar noch mehr. Ich darf einfach mal alles alleine machen, ne? Asozial. Richtig schön asozial. Ja, guck. Da haben wir es auch wieder. Ich hätte den Fokus wieder gebraucht. Aber ich bewahre ihn jetzt. Also ich versuche ihn jetzt auch nochmal auch hier aufzuladen. Oh, komm, er ist der Erste hier. Number One. VIP. Komm, er nervt mich wirklich am meisten. So, komm, komm, hol ihn dir. Danke. Sein Blick. Ah.
Ah, scheiße. So, nee, komm. Gerade habe ich keinen Bock. Da regle ich das schnell. Auf meine Weise. Na, ihn hätten wir auch fast gehabt. Und den anderen Dicky auch. Ja. Oh, na toll, da kommen noch mehr. Oswalds Leibgarde. Oswald, der Anführer, schätze ich mal. Irgendwie. Jedem geben. Nein. Meine Combo unterbrochen. Arschloch. Wie viel Verluste? Ah, oh, fuck, da oben Gesundheit der Römer. Kommt noch mehr? Ne, 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 ne. Komm, so nicht. Wie? Moment mal, Moment mal. Ich wollte gerade sagen, was war denn das gerade? Oh, ich hätte mir die Fokus auch noch aufbewahren sollen für eben. Komm, hol ihn dir noch. Ja, diese Feuertypen habe ich echt keinen Bock. Bam. Oh, das war's. Ah, das ist Oswald. Chilliger Typ. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Oh, das ist sie. Ergib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Sie ist auch nicht gerade die schönste im ganzen Land. Aber naja, ich sag nichts mehr dazu. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Und das für eine Schwuchtel. Talia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde meine gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen,
Ergreif den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, besser redet, oder? Was ein Pedo. Nein! Nicht herrlich! Magst es? Wie süß. Deine Schwertchen. Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sag euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte. Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Idiot. Vitalion? Ich habe eine Mission für dich. Ja, natürlich. Nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt die Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rum. Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Yo, yo! Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glott Sprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Okay, okay. Höre, weich die Fälle ein. Antonius die Strenge. Otto. Ach, wenigstens bin ich mal nicht allein. Hier, oh, schön. Finde den Weg zum Weinmann. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Es ist doch schon. Nur ich hasse sowas. Jetzt hier irgendwo in Dunkelheit rumzulaufen. Wir weitergehen? Ja. Hörst du das? Nur der Wind. Nur der Wind. Da drüben. Es ist nur ein Hirsch. Nur ein Hirsch. Ja, die alle Schiss haben. Weicheier.
Schultern. Alter. Wovor hast du solche Angst? Wenn sie schlau sind, Mann. Wir sind die 14. Da bewegt sich was. Es ist in den Nebel gegangen. Ja, da hinten war einer. Irgendein Tier auf zwei Beinen. Das war. Ja, irgendein Tier auf zwei Beinen, willst du mich verarschen? Oder sind diese ekligen Viecher, Minotauren oder wie die heißen? Minotauros, keine Ahnung. Aber wollen die mich hier in dem Spiel wirklich damit verarschen? Ein Minotaurus oder so? Ein bisschen strange. Ich habe Angst, dass ich hier alleine laufe und die verstecken sich irgendwo. Halt! Ich kundschafte voraus. Ich. Oder er. Ja, ich natürlich, ne? Oh, leck mich doch bitte. Bitte leck mich. Ich bin jetzt nicht so schlau, dass alle vielleicht... Oder? Ne, egal. Hinterhalt! Runter hier! Oh, scheiße. Oh. Oh nein. Oh nein, nicht die. Nein, 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 das ist nicht sein Ernst. Gegen die habe ich leicht verloren. Oh, ich habe keine Chance gegen die. Oder vielleicht doch? Oh. Vielleicht doch. Nein! Scheiß Vieh. Nein, nein, nein! Hol ihn dir! Hol ihn dir, hol ihn dir! Schön. Bam. Warum denn nicht? Läuft doch gerade ziemlich gut. So, was für ein Erfolg? Gut durch. Aber komm, den will ich mir jetzt angucken. Das muss irgend so ein Scheißerfolg sein. Setzt seinen Gegner durch eine Hinrichtung in Brand. Schön. Sehr, sehr schön. Oh, fuck. Hol ihn dir. Doppel. Perfekt. So, und hoffentlich, dass ich mir den jetzt... Oh. Ich wette, er verreckt jetzt. Er wird... Ja. Aber er wird ihn nicht töten. Ja, jetzt macht er wieder seinen... Nein, oh nein, das ist doch nicht sein Ernst. Hey, Mann. Oh. Shit. Um mal so eine coole Art, Leute zu töten. Einfach so, bam, Klippe runter. Wie eben auch. So unnötig. Und er überlebt, eiskalt. Dein Reich braucht dich. Steh auf.
Immer wieder. Oh, so, okay. Weitermachen wir aber auch erst wieder im nächsten Part. Wir sehen uns.